Einst brachte ein Scheich seinen Schülern die Akida, die Fundamente des Glaubens, bei. Der Scheich lehrte ihnen La ilaha illallah und erklärte es ihnen. Dieser Scheich liebte es, Haustiere zu halten, also schenkte ihm einer seiner Schüler einen Papagei als Geschenk. Und Tag für Tag fing der Scheich an, den Papagei immer mehr zu mögen. Er nahm ihn so lange mit zu den Unterrichten, bis der Papagei lernte, La ilaha illallah zu sagen. Er sagte es Tag und Nacht. Eines Tages fanden die Schüler den Scheich weinend und schluchzend vor. Als sie ihn nach dem Grund fragten, sagte er, dass eine Katze den Papagei angegriffen und getötet hatte. Sie sagten, ist das der Grund, weswegen du weinst? Wenn du willst, werden wir dir einen anderen Papagei bringen, der besser als dieser ist. Der Scheich sagte, ich weine nicht deswegen. Doch es brachte mich zum Weinen, als die Katze den Papagei angegriffen hatte und er nur schrie und krächzte, bis er starb. Er pflegte es, La ilaha illallah zu sagen. Doch als er von dieser Katze angegriffen wurde, vergaß er darauf, dies zu sagen. Er tat nichts, außer zu schreien. Dies ist, weil er dies nur mit seiner Zunge sagte und sein Herz La ilaha illallah nie gelernt hatte. Also fühlte er es auch nicht. Dann sagte der Scheich, ich fürchte darum, dass dieser Papagei zu sein. Wir leben unser Leben, während wir La ilaha illallah mit unseren Zungen wiederholen. Doch wenn der Tod kommt, vergessen wir, weil unser Herz es nie gekannt hatte. Als er dies seinen Schülern sagte, begann jeder von ihnen zu weinen. Aus Angst vor mangelnder Aufrichtigkeit beim Sagen von La ilaha illallah.